Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 110 Dunkle Verführung Zweiter Teil. Um Punkt 1 Uhr stand Draco ohne Schuluniform bekleidet vor Dumbledores Büro. Doch er musste nicht einmal die Hand heben, um zu klopfen, denn der Direktor öffnete ihm bereits. »Mr. Malfoy, bitte treten Sie doch ein!« grüßte der Direktor freundlich. Draco trat ein und bevor er sich selbst bremsen konnte, schaffte eine ehrliche Entschuldigung den Weg über seine Lippen, denn er sagte: »Es tut mir leid, Sir, dass ich für die Unruhe auf dem Fest gesorgt habe.« Albus legte eine Hand auf Dracos Schulter und führte ihn zu einem kleinen Tisch hinüber, auf welchem bereits ein Teeservice und Gebäck zu finden war, während er sagte: »Es war ein Glück, Mr. Malfoy, dass keiner der anwesenden Lehrer überschnell reagiert hat. Das hätte für Sie böse enden können, nicht wahr?« Draco nickte, doch nachdem ihm ein Platz angeboten worden war, fügte der Direktor amüsiert klingend hinzu: »Doch es ist ja nichts geschehen und die Schüler haben den kleinen Schreck schnell überwunden. Es war immerhin Halloween und an so einem Tag muss man mit Streichen rechnen.« Für Draco klang es so, als hätte ihm Dumbledore diesen üblen Scherz längst vergeben und er wusste nicht, was er noch zu sagen hatte. Schon einmal hatte Draco hier gesessen, weil der Direktor mit ihm hatte reden wollen, doch damals hatte er kein Wort rausbekommen. Und das Gespräch war vorzeitig beendet worden, weil er ein Einschreibekreuzchen von Susan erhalten hatte. Während er an Susan dachte, formte sich ein zufriedenes Lächeln auf seinen Lippen. Der Direktor schenkte ihm von einem fruchtig duftenden, bernsteinfarbenen Tee ein, bevor er fragte: »Hätten Sie lieber Schokoladenkuchen oder etwas von der Zitronenschnitte?« »Zitronenschnitte«, war die knappe Antwort, und während der ältere Mann ihm ein Stückchen auftat, griff Draco zu einer Teetasse und atmete den aromatischen Duft ein. Ganz plötzlich hörte er in seinem inneren Ohr eine der Lektionen seines Patenonkels, der einmal gesagt hatte: »Trinke niemals etwas, von dem du nicht 100%ig sicher bist, dass es dir keinen Schaden zufügen wird.« Da Draco keinen Schluck genommen hatte, versicherte ihm der Direktor: »Dem Tee ist nichts beigemischt, Mr. Malfoy. Kein Veritas-Serum und auch kein Beruhigungsmittel.« Der ältere Zauberer blickte Draco an und sagte mit funkelnden Augen: »Es ist nicht einmal Zucker drin.« Draco musste lächeln und nahm gleich darauf einen Schluck Tee. Während Draco von seiner Zitronenschnitte naschte, sagte Dumbledore: »Ihre Verkleidung als Todesser haben Sie gewählt, weil Sie der Ansicht sind, jeder Schüler, womöglich sogar einige Angehörige des Lehrpersonals, würden in Ihnen nichts anderes sehen.« Draco brauchte nicht lange in sich zu gehen, sondern antwortete sofort: »Ja, Sir. Naja, vielleicht nicht alle Schüler, aber viele.« Der Direktor blickte ihn an und fragte sehr ernst: »Sehen Sie sich selbst auch so, Mr. Malfoy?« Tief einatmend dachte Draco nach und kam zu einem Schluss, den er mitteilen wollte: »Wie sonst sollte ich mich sehen, wenn ich jeden Tag daran erinnert werde? Ich verstehe manchmal nicht, wie andere Menschen darüber hinwegsehen können.« Er dachte in diesem Moment nicht an Susan, sondern sogar an Harry und all die Leute, die ihm beispielsweise auf Hermines Geburtstagsfeier nicht ablehnend gegenübergetreten waren, obwohl sie von ihm und seinem Vater wussten.
Das wird damit zu tun haben, Mr. Malfoy, dass die meisten wissen, weil sie es vielleicht sogar selbst einmal erlebt haben, dass Menschen sich ändern können. Jüngeren Menschen fehlt es in dieser Hinsicht häufig noch an Erfahrungswerten, aber bei weitem nicht immer. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Schüler ihres Hauses keine Berührungsängste hat, nur weil sie das dunkle Mal tragen, und zwei Schülern aus Hufflepuff ist dies ebenfalls Schnurz, erklärte Albus. Wegen des benutzten Wortes musste Draco wieder lächeln, denn es erinnerte ihn an die sehr alberne Rede, die der Direktor zu seiner Einschulung gehalten hatte. Während einer Lehrerversammlung habe ich von Harry von einem Vorfall während einer Unterrichtsstunde erfahren, in welcher Mr. Smith sie bloßgestellt hatte, sagte Dumbledore, und Draco nickte lediglich, während er sich daran erinnerte, wie Sean gesagt hatte, als Todesser müsse er ja am besten wissen, wie man einen Avada oder Cruciatus anwenden könnte. Mr. Smith, müssen Sie wissen, hat genauso viel Leid während des Krieges erfahren müssen wie viele andere auch. Jeder Schüler und jeder Lehrer, selbst Hausmeister Filch hat Verluste erleiden müssen und jeder versucht, auf seine eigene Art und Weise mit der Trauer umzugehen. Für Mr. Smith scheint die Bewältigung seines Seelenschmerzes eine unüberwindbare Hürde darzustellen, denn er hatte zuvor in seinem Leben nie einen lieben Menschen verloren. Bevor Draco fragen konnte, um wen Sean trauern würde, stellte Dumbledore klar: Er war für die Sicherheit seiner beiden jüngeren Schwester verantwortlich. Die ältere von beiden wäre in diesem Jahr eingeschult worden. Draco musste kräftig schlucken und er fragte sich, warum ihnen das Schicksal dieser nervigen Gryffindors überhaupt so nahe ging. Vielleicht berührte es ihn, weil Draco sich mittlerweile in andere Menschen hineinversetzen konnte. Er selbst hatte keine Todesfälle zu betrauern, konnte sich aber vorstellen, wie schrecklich dies sein müsste. Dumbledore merkte an, dass er sehr wohl mit Verlusten zu kämpfen hätte, bevor er noch etwas Tee nachschenkte. Den Kuchenteller auf den Tisch abstellend, sagte Draco: Ich habe niemanden, um den ich trauern muss. Nicht einmal um meine Tante habe ich weinen müssen. Ich sagte ja auch, dass sie mit Verlusten zu kämpfen haben und nicht, dass sie jemanden betrauern, stellte Dumbledore richtig, da sein Gast nicht zu verstehen schien, erklärte er. Ihre Verluste bewegen sich in anderen Dimensionen, Mr. Malfoy. Zum einen sind das der Verlust ihres Familienlebens und der ihres Ansehens. Möglicherweise auch der Verlust von Freundschaften und der ihrer Selbstwertschätzung. Severus hatte mir an dem Abend, an welchem Voldemort, Draco verzog das Gesicht, besiegt worden war, von sich und ihnen erzählt. Sie hatten sich aufgegeben, Mr. Malfoy. Und ich darf heute beruhigend feststellen, dass sie zumindest die Freude am Leben wieder gefunden haben. Draco war bewegt, weil die ganzen Erinnerungen zurückgekommen waren. Erinnerungen daran, wie er während der Zeit, in welcher er mit Severus vor den Todessern und Auroren fliehen musste, ständig weinend aufgewacht war, weil er von seinem Vater oder seiner Mutter geträumt hatte. Erinnerungen an die Angst, die jeden Tag um das eigene und das Leben seines Patenonkels fürchten zu müssen, der ihn unter seine Fittiche genommen hatte. Gedankenfetzen an das Verhör im Ministerium drängten sich in den Vordergrund. Bilder von Susan machten sich breit, sowie Erinnerungen daran, wie er mit Harrys Hilfe seine Mutter gefunden hatte. Sie haben den richtigen Weg eingeschlagen, Mr. Malfoy, und Ihnen bleibt die Möglichkeit, Ihre Verluste zu ersetzen, sagte der Direktor, bevor er ihm wortlos ein Stück Schokoladenkuchen auf den Teller legte, der ihn plötzlich an den Moment im Krankenflügel erinnerte, als ein unsicherer Harry mit einem Kuchentablett in der Hand eingetreten war, um Kontakt zu knüpfen. Ohne es zu bemerken, hatte sich ein zufriedener Ausdruck auf seinem Gesicht niedergelassen. Was ich fragen wollte, Mr. Malfoy, wie geht es Miss Bones eigentlich?
wollte der Direktor wissen. Und da wurde Draco klar, dass er mit Susan bereits einen Verlust wieder hatte ausgleichen können. Nämlich das ihm so wichtige und verloren geglaubte Familienleben. Es geht dir gut, Sir. Danke der Nachfragen. Antwortete Draco. Und erst an seiner eigenen Stimme erkannte er, wie sehr ihn dieses Gespräch mit dem Direktor berührte. Er wollte mehr erzählen, sich zumindest einmal öffnen und das verpatzte erste Gespräch, welches er damals schon mit Dumbledore hätte führen sollen, heute nachholen, so dass er sagte. Mit der Schwangerschaft läuft auch alles bestens. Ich hatte schon befürchtet, dass meine Erbanlagen Ärger machen könnten oder schlechte Tränke, die sie zu sich genommen hat, aber alles läuft prima. Das freut mich, Mr. Malfoy. Wie geht es eigentlich mit Ihrer eigenen Behandlung voran? Fragte der Direktor wie nebenbei. Woher Dumbledore es auch immer wissen mochte, er hatte seine Erbanlagen eben selbst erwähnt, weshalb er antwortete. Ich muss nur noch zweimal ins Mungos und dann dürfte die Gefahr gebannt sein, später einmal zu erblinden oder eine Sonnenallergie zu bekommen. Ohne dass er aufgefordert werden musste, fügte Draco hinzu. Meine Mutter muss die Behandlung länger über sich ergehen lassen, aber sie muss nur zweimal im Monat ins Krankenhaus. Ja, das hat sie mir selbst erzählt, sagte Dumbledore. Der Direktor blickte ihn an und sagte, Ihre Mutter benötigt besonders jetzt viel Unterstützung, aber nicht nur von Ihnen. Ich bin froh, dass Ihre Tante zu den Menschen gehört, die aufgrund ihrer Erfahrungswerte weiß, dass Menschen sich ändern können. Das Geschenk eines Neuanfangs kann leider nicht jedem gemacht werden. Dass das fröhliche Zwinkern in den Augen des Direktors während des letzten Satzes plötzlich verschwunden war, ließ Draco stutzig werden. Denn er selbst konnte damit nicht gemeint sein. Warum sollte jemandem die Chance auf einen Neuanfang verwehrt bleiben? Wie vom Blitz getroffen, gab sein Slytherin-Verstand die einzige mögliche Antwort preis, denn es konnte sich nur um Severus handeln. Wie gebannt starrte Draco dem Direktor in die Augen, doch er wagte nicht zu fragen, was es mit seinem Patenonkel auf sich hatte. Dumbledore hingegen schien seinen brennenden Wissensdurst zu vernehmen, denn er erklärte, Wenn die innigsten Wünsche und Ziele, die im tiefsten Innern schlummern, für einen selbst keine Bedeutung mehr haben, was hat das Leben dann noch für einen Sinn? Wieder war Draco der Meinung, dass Dumbledore über Severus sprechen musste. Doch die Worte wollten einfach keinen Sinn ergeben. Aus eigener Erfahrung wusste Draco, dass Melancholie einem die Hoffnung rauben konnte. Und er wusste ebenfalls, dass, wie er selbst, auch Severus zumindest während ihrer Flucht sehr niedergeschlagen gewesen war. Manchmal, so hatte Draco geglaubt, würde sich an Severus Zustand nichts ändern. Doch sein Patenonkel war immer schwer zu durchschauen gewesen. Mr. Malfoy, sagte Dumbledore ablenkend. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich Sie heute auch dazu eingeladen habe, um über Ihre Entscheidung zu sprechen, die Schule nicht beenden zu wollen. Draco nickte und sagte, Ja, Sir, das habe ich mir gedacht. Ich wollte Sie fragen, ob es eine Möglichkeit geben würde, die Prüfungen außer der Reihe abzulegen, aber andererseits... Er hielt inne und dachte daran, wie Susan gesagt hatte, dass alle Schüler ihn in einer Todesserrobe in Erinnerung behalten würden, sollte er sich am schulischen Alltag nicht mehr beteiligen. Andererseits, hakte der Direktor nach. Andererseits möchte ich nicht, dass mich jeder mit einem Todesser in Verbindung bringt. Und das werden sie, wenn auch nur unbewusst, weil das Letzte war, was sie von mir gesehen haben. Antwortete Draco. Nun, Mr. Malfoy, es ist Ihre Entscheidung. Ich persönlich würde es sehr begrüßen, Sie weiterhin einen Schüler von Hogwarts nennen zu dürfen, sagte Dumbledore freundlich. Wenn Sie sich die Einschulungszeremonie ins Gedächtnis zurückrufen, dann könnten Sie einen Hinweis darauf erhalten,
wie sie ihre Zeit mit den Schülern friedvoll gestalten könnten. Der sprechende Hut, der oben auf einem der Schränke lag, fragte enthusiastisch: Soll ich es noch einmal singen? Nur falls Sie sich nicht mehr daran erinnern können. Dein Angebot ist sehr freundlich, sagte der Direktor. Aber es wird nicht notwendig sein. Er wandte sich wieder Draco zu und sagte: Ich denke, Mr. Malfoy weiß genau, was ich damit sagen wollte. Nachdem Draco auch den Schokoladenkuchen verputzt hatte und er sich richtig satt fühlte, fragte der Direktor: Möchten Sie darüber nachdenken oder haben Sie bereits eine Entscheidung getroffen? Ermutigt antwortete Draco: Ja, ich möchte die Schule beenden. Das ist wunderbar, Mr. Malfoy. Wenn Sie Fragen haben sollten oder etwas Sie bedrückt, dann sind Sie jederzeit willkommen, versprach Albus, bevor er ihm die Hand reichte und ihn zur Tür begleitete. Für den Unterricht, dem Sie heute ferngeblieben sind, sind Sie natürlich entschuldigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, sagte Dumbledore, bevor er die Tür zu seinem Büro von innen schloss. Unten an dem steinernen Wasserspeier verweilte Draco einen Moment, um sich noch ganz frisch die Worte der Unterhaltung ins Gedächtnis zurückzurufen. Natürlich verstand Draco, dass er seine Verluste ersetzen konnte und damit, dass er mit Susan eine Familie gründete, war ein erster Schritt bereits getan. Sein Ansehen konnte er nur ändern, wenn er sich anderen gegenüber freundlich und zuvorkommend verhalten würde, was auch ganz mit dem Inhalt des Liedes zu vereinbaren war, welches der Hut zur Einschulung gesungen hatte. Was ihm jedoch Kopfzerbrechen bereitete, war die Aussage, er hätte Freundschaften verloren, denn Draco war der Meinung, niemals eine echte Freundschaft besessen zu haben. Susan konnte nicht gemeint sein, denn die zählte Draco jetzt bereits zu seiner Familie. Dann erinnerte er sich, wie schon während des Gesprächs mit dem Direktor an den Abend, an welchem er mit Harry zusammen das unter dem Fidelius-Zauber liegende Versteck gefunden hatte. Seine Mutter hatte Harry als den Freund ihres Sohnes betrachtet, und das tat sie auch heute noch. Mr. Malfoy, was haben Sie hier zu suchen? Fragte eine wohlbekannte, schmierige Stimme. Seit Halloween vor 3 Tagen hatte Draco nicht mehr mit seinem Patenonkel gesprochen, doch er wusste, dass er ihn in der Öffentlichkeit nicht persönlich anreden durfte, weswegen er erwiderte: Guten Tag, Professor Snape. Ich komme gerade von einer Unterhaltung mit dem Direktor. Muss ich Ihrer verwirrten Mimik entnehmen, dass Sie der Unterhaltung nicht ganz folgen konnten? Fragte Severus spottend. Draco hob arrogant eine Augenbraue und erwiderte: Im Gegenteil, Sir, das Gespräch war sehr erleuchtend. Den Mund angewidert verzerrt, fragte Severus: Sind Sie weiterhin Schüler oder darf man damit rechnen, Sie nicht mehr zu Gesicht bekommen zu müssen? Die Worte verletzten Draco, doch er kannte seinen Patenonkel so gut, um zu wissen, dass der sich nur Luft machen wollte, weswegen er unberührt erklärte: Es wird Sie hoffentlich freuen zu hören, dass ich weiterhin ein Schüler Ihres Hauses sein werde. Severus machte ein Gesicht, welches zeigen sollte, dass er von dieser Information gar nicht angetan war. Doch er sagte lediglich: Dann gehen Sie schon und suchen Sie Klassenkameraden, die Ihnen den Stoff und die Aufgaben des heutigen Tages näher bringen können. Wir möchten doch nicht, dass Ihnen wegen fehlender Hausaufgaben Punktabzug droht. Ja, Sir, sagte Draco, bevor er ging und Severus allein vor dem Wasserspeier zurückließ. Seufzend, weil Severus jetzt überhaupt keine Lust verspürte, mit Albus bei Kaffee und Kuchen zusammenzusitzen und miteinander zu reden, brummte er genervt das Passwort: Türkischer Honig. Der Wasserspeier ließ ihn gewähren und oben, wie üblich, öffnete Albus die Tür zu seinem Büro, bevor Severus klopfen konnte. Tritt ein, mein Freund, sagte Albus mit fröhlich funkelnden Augen. Ich bitte dich, es heute kurz zu machen, brachte Severus auf den Punkt.
Warum das? Fragte Albus belustigt. Noch etwas Wichtiges vor? Ich habe immer etwas Wichtiges zu erledigen. Und besonders an den Tagen, an denen du mit mir reden möchtest. Giftete Severus. Doch all seine vorgetäuschte Ablehnung traf bei Albus auf taube Ohren. Du siehst müde aus, mein Guter. Wie wäre es mit einer heißen Tasse schwarzen Kaffee? Fragte Albus. Und er schenkte bereits eine Tasse ein, die Severus dankend entgegennahm. Die ganze Zeit über hatte er gelesen, nachgedacht und sich Dinge notiert, und Kaffee war das Einzige, was ihm jetzt noch wachhalten würde. Du magst doch Nougat, suggerierte Albus, während er ihm bereits ein Stück Kuchen auf den Teller gab. Albus, warum bin ich heute hier? Wollte Severus wissen. Der Direktor setzte sich Severus gegenüber und schenkte sich selbst von dem bernsteinfarbenen Tee ein, während er sagte: Zuallererst eine Schelte von mir, Severus. Körperliche Züchtigung, auch wenn es sich dabei um so etwas wie das Ziehen am Ohr handelt, dulde ich nicht. Severus verzog den Mund, sagte jedoch nichts, denn er war sich seiner Schuld bewusst. Er hatte Draco vor versammelter Schülerschaft am Ohr gepackt und vor die Flügeltür manövriert. Bedauerlicherweise nicht, murmelte Severus. Na na, Severus, kein Schüler hat so eine Behandlung verdient, auch nicht, wenn er so wie Mr. Malfoy über die Stränge. Severus unterbrach ihn und zeterte. Mr. Malfoy scheint sich wohl nicht im Klaren darüber gewesen zu sein, dass sein Auftritt als Todesser ihn auch das Leben hätte kosten können. Es ist ja alles noch einmal gut gegangen. Mr. Malfoy bereut seinen Scherz, sagte Albus beschwichtigend, doch das trieb Severus noch eher auf die Palme. Ach ja? Mit Scherzen jedweder Art bist du ja schon immer sehr nachsichtig umgegangen, warf Severus ihm in kühlem Tonfall vor. Albus schien daraufhin für einen Moment gekränkt zu sein, doch er schüttelte dieses Gefühl von sich ab und fragte nebenher: Möchtest du den Kuchen nicht probieren? Ich bin nicht hier, um mich an Nougat-Törtchen gütlich zu tun. War das alles, was du mir zu sagen hattest? Ich bin nicht begriffsstutzig und habe sehr wohl verstanden, dass ich Mr. Malfoy nicht angemessen behandelt habe. Und ich verspreche, dass so etwas nicht wieder vorkommen wird. Darf ich gehen? Fragte Severus schmierig. Das Gespräch mit Mr. Malfoy war sehr erleichternd und aufschlussreich, sagte Albus, ohne auf Severus' Wunsch einzugehen, das Gespräch zu beenden. Erleichternd und aufschlussreich für dich oder für ihn? Ich denke für uns beide, aber für ihn hat es wesentlich mehr Bedeutung. Wie geht es dir so, Severus? Wollte der Direktor wissen. Wie soll's mir schon gehen? Tagtäglich unterrichte ich Dummköpfe und bringe ihnen bei, was man zu beachten hat, damit ein Kessel nicht zum Schmelzen gebracht wird. Nur um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass mir niemand zugehört zu haben scheint, zeterte Severus. Albus seufzte, bevor er sagte, dass er von dem heutigen Vorfall mit einem Erstklässler gehört habe und dass Severus ein wenig duldsamer sein sollte. Ich habe mit 11 Jahren keine Kessel zum Schmelzen gebracht. Du bist ja auch mit einem äußerst bemerkenswerten Scharfsinn ausgestattet, mein Guter. Ich würde sogar behaupten, dass dir noch nie ein Kessel unter den Händen weggeschmolzen ist, sagte Albus amüsiert, woraufhin Severus jedoch nichts erwiderte. Dein Tag besteht ja nicht nur darin, den Kindern etwas beizubringen, Severus. Hast du momentan irgendwelche Projekte? Ich habe erfahren, dass Mr. Warple und Mr. Sanguini neulich... Severus hielt eine Hand in die Höhe und forderte den Direktor auf, den Satz nicht zu beenden, sodass er einwerfen konnte. Das war lediglich ein Besuch rein freundschaftlicher Natur. Natürlich hatte Severus die Ahnung, dass Albus von seinen nicht ganz legalen Experimenten wusste, doch man musste es nicht ansprechen, schon gar nicht vor den ganzen Gemälden, die hier hingen. Freundschaftlicher Natur, so, wiederholte Albus, während seine Augen einmal aufblitzten. Wie sieht es mit anderen einträchtigen Verbundenheiten aus? Severus schwieg.
Mir ist nicht entgangen, dass Harry und du halbwegs erträglich miteinander auskommt, oder irre ich da? Fragte Albus mit erhobenen Augenbrauen. Nein, du irrst nicht. Wie auch. Du hast doch immer recht. Zumindest sehr häufig, wenn ich an deine Fehleinschätzung bezüglich Harry denke und die fatalen Eigenschaften, die du ihm zusprechen wolltest, aber das hat sich ja glücklicherweise geklärt, nicht wahr? Sagte Severus mit säuselnder Stimme. Albus seufzte und versuchte zu erklären. Ich habe niemals von mir behauptet, die Vollkommenheit inne zu haben, ohne Fehler zu sein, Severus. Das beweist nur, dass ich menschlich bin. Severus starrte in die Schwärze seiner Kaffeetasse, als er murmelte. Du hattest auch einmal gesagt, es wäre für immer verloren. Genauso leise antwortete Albus. Ich glaubte das, Severus, denn ich war nie und werde niemals so mächtig sein, Verlorenes zurückbringen zu können. Das Geständnis des älteren Zauberers machte Severus einerseits wütend, doch andererseits hatte Albus suggeriert, dass es möglicherweise jemanden geben würde, der mächtiger war und demzufolge imstande sein konnte, etwas zu vollbringen, wozu Albus nicht in der Lage war. Und das konnte nur einer sein. Severus schloss die Augen und bemerkte erst an einem klingenden Geräusch des Löffels, dass seine Hände, die sich an die weiße Tasse klammerten, zu zittern begonnen hatten. Während Albus und Severus noch über alles Mögliche sprachen, wartete Hermine in Severus' Büro und als es schon 3:15 geworden war, ging sie hinaus vor die Tür und traf zufällig auf Draco. Der Slytherin blieb stehen und grüßte höflich. Hallo, Hermine. Hallo, Draco, erwiderte sie den Gruß. Du weißt nicht zufällig, wo... Er hat ein Gespräch mit dem Direktor, habe ihn eben dort getroffen. Bei mir hat es knapp 2 Stunden gedauert. Offensichtlich hat er dir nicht Bescheid gegeben, stellte er fest. Hermine schüttelte den Kopf und stimmte ihm zu. Nein, hat er nicht. Ich werde dann einfach mal mit ein paar Kleinigkeiten anfangen. Was? Sagte er, sodass sie sich ihm nochmals zuwandte. Als sie ihn anblickte, fragte er. Was genau macht ihr beide eigentlich so? Ich kann mir nichts drunter vorstellen, außer dem, was man auch im Zaubertränkeunterricht macht. Habt ihr eine Liste vom Ministerium, die ihr abarbeiten müsst, damit du dann deinen Meister machen kannst? Sie lachte und schüttelte den Kopf, bevor sie erklärte. Nein, eine Liste gibt es nicht. Ich muss bestimmte Kenntnisse erlangen und mir auch einige Fertigkeiten aneignen. Nach 3 Jahren wird Severus eine Art Bericht über das abgeben, was er mir alles beigebracht hat. Damit sind aber nicht unbedingt Tränke gemeint, sondern besonders die Fähigkeit, alle möglichen Zutaten auf verschiedenste Weisen verarbeitet zu haben. Sie lächelte, bevor sie als Beispiel nannte. Mit Dracheneierschalen gearbeitet zu haben, wird richtig Eindruck schinden, meinte er. Forscht ihr auch ein bisschen oder braut ihr nur das Altbewährte? Wollte Draco noch wissen. Oh ja, wir forschen auch, sagte sie, doch als Beispiel wollte sie nicht von Severus Trank sprechen, also nannte sie ihren. Ich habe einen Trank entwickelt, der die Magie einer Person sichtbar machen kann. Weil Draco ganz große Augen machte, fragte sie scherzend. Willst du meine Testperson sein? Er kniff die Augen zusammen und fragte weniger ernst. Was springt für mich dabei raus? Nur kurz musste Hermine überlegen, bevor sie sagte. In meiner Abschlussarbeit über den Trank werde ich dich in der Spalte mit der Überschrift Testperson 3 erwähnen, gleich unter Harry. Ein Mundwinkel zog sich nach oben, sodass Draco schief grinste, bevor er antwortete. Gleich unter Harry also? Er spitzte seine Lippen, bevor er unverhofft sagte. Okay, ich bin deine Testperson. Jetzt war es Hermine, die beide Augen weit aufriss, und sie fragte. Das meinst du jetzt ernst? Natürlich, wer kann da schon widerstehen, gleich nach Harry Potter genannt zu werden? Sagte er grinsend, während er bereits einen Schritt auf sie zuging. Sie öffnete die Tür zu Severus Büro, damit Draco eintreten konnte, und sagte, während er hineinging. Na gut, wenn du möchtest. Du musst nicht viel machen, nur einen Schluck von dem Trank nehmen und dich von mir beobachten lassen.
Drinnen blickte er sich um, bevor er Hermine anschaute und sagte: Ich glaube, ich fühle mich dieser Aufgabe gewachsen. Hermine war ganz aufgeregt, tatsächlich und auch noch durch Zufall eine Testperson für ihren Trank gefunden zu haben, so dass sie aufgebracht schilderte. Also ein Trank, mein ursprünglicher, der macht die Farben nur für wenige Minuten sichtbar. Aber der, den ich mit Severus verbessert habe, der zeigt die Farben ungefähr eine halbe Stunde lang. Und welchen nehmen wir? Fragte er nach. Kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Ich richte mich da völlig nach meiner Testperson. Erwiderte sie lächelnd. Nehmen wir den 30-Minuten-Trank. Severus wird sich sowieso nicht viel früher von Dumbledore losreißen können, also nutzen wir die Zeit. Sagte er, gelangweilt klingend. Doch sie hörte heraus, dass er gespannt auf das kleine Experiment war. Hermine, dicht gefolgt von Draco, öffnete die Tür zum Labor und machte Licht. Doch gleich darauf blieb sie wie angewurzelt stehen. Das hier herrschende Chaos nahm Draco als selbstverständlich hin, weil er diesen Raum niemals zuvor gesehen hatte, und er sagte erstaunt: Dass ihr euch hier überhaupt noch zurechtfindet, herrscht hier immer so eine Unordnung? Sie schluckte und konnte nichts erwidern, so dass Draco sie anblickte und fragte: Hast du irgendwas? Langsam lief sie um den großen Tisch herum und betrachtete die aufgeschlagenen Bücher im Vorbeigehen, und Draco machte es ihr gleich. Nur, dass er auch den Mut besaß, in ein Buch ab und an zu blättern, ohne jedoch die Stelle zu verlieren, an welcher das Buch aufgeschlagen war. Das, sagte Hermine stutzend, sah hier noch nie so aus. Das ist ungewöhnlich, Draco. Scheint fast so, als hätte er... Sie hielt inne, weil sie seine Notizen gefunden hatte und eines der Pergamente in die Hand nahm. Sie hatte nur einige seiner aus den Büchern abgeschriebenen Sätze gelesen, doch sie verstand, was es bedeutete, so dass sie sagte: Sieht aus, als würde Severus etwas suchen. Ja, er sieht mir auch so aus, sagte er, während er in die Nähe eines bestimmten Buches kam, welches ihn auf magische Weise anzuziehen schien, so dass er es in die Hand nehmen musste, um darin zu lesen. Hermine blickte auf, als sie ihn erschreckt einatmen hörte, und sie sah noch, wie Draco das Buch auf den Tisch warf, um sich die Hände am Umhang abzuwischen, als wären sie schmutzig. Das ist schwarze Magie, stellte er entsetzt fest. Das ist... Er wollte sich nicht wiederholen, und außerdem war seine Kehle wie zugeschnürt, so dass der Rest des Satzes ihm nicht noch einmal über die Lippen kam. Ich bin weg, sagte der Blonde plötzlich, entschlossen, und stürmte zur Tür hinaus. Draco, warte, was ist aus unserem Experi... Er fuhr ihr über den Mund und sagte mit blassem Gesicht und bebender Stimme: Die Bücher dort sind schwarzmagisch, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin hier weg. Schon war er aus dem Labor direkt auf den Flur gegangen und ließ Hermine mit den vielen aufgeschlagenen Büchern allein. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.